aber Unsinn, du. Schau, Medizin, du. Wenn du krank bist, brauchst du viel Medizin, ist so. Schau, da auch. Schau. Sehst du nichts, wenn du die falschen Brüllen drauf hast, ne? Grunzi, Puffene. Ja, die lange alte Zeit. Ich bin ja. Schau, noch Medizin, mal bin ich schwer krank. Bist du da etwas? Ich bin voll traurig. Ja. Mein bester Freund, der 17 Jahre bei mir mit dabei gewesen ist, der ist von uns gegangen. Von uns gegangen. Der Maximilian. Kennst du den Maximilian? Der Knochen-Maxi. Den hat's zerbröselt. Der hat kein Schädeldecken mehr, der hat Schienbein verloren und den Unterarm auch. Aber das sind Erinnerungsfotos. Das ist ins Album gegangen, ja. Ja. Nein. Weißt du, was auch schön ist? Dass wir heuer haben so ein schönes, lustiges Motto. Ja, ehrlich. Die 70er Jahre, ja. If you want to be a hippie, put the flower on your baby. Super! Ja, ich weiß, ich bin nichts für schwache Nerven, ich weiß. Ja, ja. Wenn ich aber früher genug Bescheid wissen tue, bin ich sowas von ich sag was spontan. Boah. Apropos Bova Flova. Geh mal gleich einmal zur Polizei, meine Freund und Helfer. Hat mich aufgeholtet, meine Postenkommandant, die Lappel Alfred. Voll, hat er gesagt, unser Polizeihund sagt mir, dass du genommen hast Drogen. Da hab ich gesagt, ja, ja, Herr Spektor, ja. Wer von uns zwei retten mit seinem Hund? Du weißt, was ich dann zu ihm gesagt hab? Fred, es ist gescheit, wir singen ein Lied miteinander, kennst du das schon? It's so für den Rücken auf der Welt. Es geht so für den Rücken auf der Welt. Was in Zukunft dann noch gibt, Political Correctness. Das heißt jetzt, dass es in Zukunft den Begriff Dieb nicht mehr gibt. Das heißt in Zukunft Fachkraft für spontane Eigentumsübertragung. Und Christbaum gibt's auch keinen mehr. Weil der Christbaum hat ein extrem beleuchtetes Nackengehölz mit religiösem Hintergrund, pur Teufel. Und dann zur Erinnerung ein kleiner Test. Manfred! Bitte? Pur Teufel, oder? Bitte, du? Bist du deppert? Super! Weiter, Papa! Der war schon zweimal. Boah, Scheiße! Boah! Ja. Verspottet, gedemütigt, ausgehungert und malträtiert. Ja, ist das geworden. Und jetzt auf einmal voll gefragt wird und ein heißer Tipp unser Bundesheer. Ja, und das trotz alledem durch die Führung vom Ex-Zerstörungsminister Gerald Klug. Ja. Und ob's jetzt am Berg aufgeht, fragt sie halt auch mit dem Neigen. Der klingt so eigentlich, kostet nicht viel? Oder so irgendwie, ist ja wurscht. Aber wir hätten uns ja schon viel Geld ersparen können von den Zaunpfähle unten im Spielfeld. Ja? Weil in der Regierung haben wir genug Füllpfosten sitzen, die können die Funktion auch ausüben. Weißt du, was gegeben hat in den 70er Jahren? Häschen, bitte. Ja. Hat du Häschen? Ja. Hat du Zaun? Nein, musst du bauen. Ja. Hat ein Has, ein Schlauer, hat gesagt, im Spielfeld kommt keine Mauer. Fahren wir doch runter, schauen. Ja, dort bauen sie einen schönen Hasenzaun. Bist du Depper. Ein Dentist? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, da werden da hinten sitzt er rausgeritzt, gell? Ein Dentist würde dieses Gebilde als zahnlos bezeichnen. Wir Steirer sagen dazu, Zaungluckert.
Bist du deppert? Merkt ihr nicht? Über Spielfeld lacht die Sonne und über euch die ganze Welt. Nur danke. Kleiner Tipp so nebenbei, ich verkaufe auch günstig Grubenlampen für Arschkriecher. Mei! Habe jetzt eine klasse Erklärung gehört. Hat der Bub gesagt, Papa, 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 ich merke mir das nie. Was ist der Unterschied zwischen dem Kulturhistorischen Museum und dem Naturhistorischen Museum? Sagt der Seppert, seht die hin, der Papa erklärt dir das. Das ist ganz einfach. Im Kulturhistorischen, das ist Kunst, Musik, Kultur und alles, was so richtig, das ist in der Nähe von der Oper. Seppert sagt, ja. Und naturhistorisch sagt er, weißt du was, da sind zum Beispiel drin die Affen, die Esel und das ist in der Nähe vom Parlament. Was Glas ist, wenn du Politiker bist und einen Intelligenzquotienten von 140 hast? Weißt du, was ein Schaß ist? Wenn sie den Quotienten 5 Politiker teilen. Sag ich euch, Janosch lebt nicht! Na. Weil da habe ich diesen Menschen zugehört, den Politiker, gell? Habe ich mir gedacht, mein Gott! Ein Kondom hätte so viel verhindert. Passt was? Die Politiker sind wie die Tauben. Sind unten, fressen sind aus der Hand, fliegen sie und drüber scheißen sie aufs Volk, pur Teufel. Ja, und wenn die Regierung die Buchstaben nimmt, umeinander rast, kommen 2 neue Wörter aus. Ihr wisst welche? Genug ihre. Jesus Maria, Asylanten. Achso, ja, genau. Herzlich willkommen, wer immer doch bist, passt eh schon. Und dazu gleich ein Starterpaket. Mein, da hat eine Fee. Warte, das dauert. Nur. Was unter die paar hundert, die paar, was gekommen sind, ausgesucht an und hat gesagt, du hast 3 Wünsche frei. Hat der Asylant gesagt, ja, ich hätte einen Wunsch, ich hätte gern viel Geld. Sie schaut aufs österreichische Gesetzbuch, nimmt den Zauberstab, schwupp, pa, so einen Haufen Geld. Boah, der war fertig, hat gesagt, 3. Wunsch. Hat er gesagt, mein Gott, war schön, wenn ich das Haus. Der schaut wieder rein, Gesetzbuch, ja, ist erlaubt, Zauberstab, putsch, boah, ein Anwesen, ja, der Schnur ist da. Ja, bist du, wunderbar. Und der dritte Wunsch, hat er gesagt, mein, war schön jetzt, wenn ich war Österreicher, sie schaut nichts mehr nach, Zauberstab, schwupp, bumm, alles weg. Geld weg, Haus weg. Sagt er, was soll das? Sagt sie, du bist jetzt Österreicher, jetzt verloren. Gewesen bei den Arbeitsamten, bei den AMS in Leibniz und in Tafel, vorne bei Eingangstier. Ja. Samstag nichts Auszahlung. Samstag nichts AMS. Österreich ist pleite. Jetzt hast du arbeiten. Aber was muss ich nicht verstehen? Wenn alle Staaten auf die ganze Welt sind verschuldet, wo verdammt noch einmal ist das ganze Geld hin? Ja, das muss denken, gell? Das muss denken. Was und ich hab immer gedacht und habe aufgefläht. Aufgeschaut, der Himmel, und ich habe wohl ein eigenes Sternbild entdeckt. Ja, den großen Wagen, den kennt ja jeder, gell? Das hört sich als kleiner. Da gibt es einen großen Hund, das ist. Nee, geht, aber das kennt jeder, die große Scheiße, gell? Zeichenstunde! Schau! Weiß ich keiner, was ist. Weißt du, was das ist? Der Spülfilter Zaun gluckert, ja?
Hat der Fischer Heinz gesagt, der Bundespräsident, wir bleiben schön am Boden, wir bleiben schön am Boden, gell? Hat dann gesagt, auf einmal, nein, wir bauen keine Mauern. Ja? Hat die Mittelleiter gesagt, wir bauen die Festung Europa, ist wurscht, ob Winter oder Sommer. Weißt du, was rausgekommen ist, sag's euch. Eins, zwei. Wupp, 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 wupp. Moment, Moment. Warum ist der Idee sympathischer wie Dürk? Nein, der ist allein gekommen, hat sein Radl gehabt, hat Deutsch gelernt und er wollte allein nicht wieder heim. Ja. 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 Und dann haben wir, wir haben auch sympathische Ausländer, ja. Ja, sehr sympathisch. Der eine ist ein Schweizer. Schweizer. Der heißt Marcel Koller. Marcel Koller. Ja, die Schweizer haben einen riesigen Vorteil gegenüber uns Österreicher. Nämlich, die Schweiz hat wesentlich mehr politische Intelligenz, Vertrauen ins eigene Volk und eine echte Demokratie. Die haben auch weniger Asylanten. Ja, und eine positive Einstellung. Das sieht man schon an der Flagge. Ja, siehst du? Das ist Schweiz, das ist Österreich. In Schweiz haben wir Plus drin. Es gibt so viel Rücken auf der Welt. Es gibt so viel Rücken auf der Welt. Der Kleine, verpiss die Alte und die Haske, den Scheißdreck an, möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Damit sind wir bei den Kindern angelangt. Ja. Schaut der Papa in sein Geldtaschen rein, schaut auf seine Frau, schaut auf den Buben, sogar der Bub hat Gold geflattert. Die Mama fährt ihn auch. Der kannst du das sagen? Das ist eine Gemeinheit, hätte ich ja machen können. Und sagt er, nein, ist nicht möglich, es ist nur bloß drin. Der gleiche Bub sagt, du Papa, ich plane eine Karriere im organisierten Verbrechen. Hab ich so gratuliere. Wo? Bankenwesen oder Politik? Ja, ja. Und dann sind wir bei der lieben Kirche. Wer von euch kennt die Gemeinsamkeit zwischen einer Nonne und einem Bier? Das Reinheitsgebot. Und da siehst du, dass Jesus bei uns einkaufen war, schau. Der hat aus Wasser Wein gemacht. Steht da. Ja, ne? Mein Gott, du hast noch Handwerk, kannst du dich erinnern? Drei Wochen lang kein WLAN gehabt, gell? Das war wie die 70er Jahre, gell? Mein Gott, na. So viele nette Leute kennengelernt und die Anja hat gesagt, sie war sogar mit dir verheiratet, gell? Echt krass. Ja. Es gibt so viel Rücken auf der Welt. Es gibt so viel Rücken auf der Welt. Hab ich gehört, ist der Weiß Ewald zum gegangen, hat er gesagt, Hochwürden, ich muss beichten. Ich habe letzte Nacht 7-mal gesündigt. Sagt der Pfarrer, boah, was war denn das für eine Frau? Sag er, meine eigene. Sag er, mein Sohn, das ist ja keine Sünde. Sag er, nein, Herr Pfarrer, aber irgendwann habe ich das doch erzählen müssen. Ja, ja, oh Herr, lass es Verstand regnen und nimm den Bedürftigen den Schirm weg. Auch bei der Schöpfung kann was daneben gehen, gell? Oh, Madonna mia, Evolution of Women. Hat der kleine Bernd zu Juli gesagt, Mama, warum hast denn das Muttersprache? Weil der Papa nichts zum Reden hat. Ja. Ja, da sagt mein Kumpel zu mir, sagt er, fasse dein Sexleben in 3 Wörtern zusammen. Was ist das? Boah, der dauert wieder. Boah, ihr kennt euch aus. Na. Sagt die Mama zum Buben, wo willst denn du hin? Sagt er, ins Grüne. Sagt sie, alleine. Sagt er, nein, mit der Gabi. Dann legt er aber ja nicht ins nasse Gras. Mama, ich hab gesagt, ich nehm die Gabi mit.
Da kommt die Tochter an, sagt sie, wo warst denn du so lang? Sagt sie, du, ich war mit Peter im Hai. Ja, was habt ihr gemacht? Ich weiß nicht, wie das heißt, das war lustig, das wird ein neues Hobby. Sagt der Papa vor den zwei Kindern, sagt er, Schatz, ich bin so geil. Sagt sie drauf, kann man das nicht anders ausdrücken? Hab gesagt, ja, ich hab Schmetterling im Penis. Und gesagt, weißt du, Schatz, steht's vorm Spiegel. Was gefällt dir bei mir am meisten? Mein schönes Gesicht oder mein makelloser Körper? Dein Sinn für Humor! Bist du deppert? Ja. Und was, wenn dich deine Frau anschreit und sagt, weißt du, was mir absolut nicht passt? Der auf die ohne Zahn Größe 36 war, dann knallt's. Wo ist denn der Poirier, Manfred? Mal, wo ist er? Du, Manfred, eine Studie hat herausgefunden, dass Frauen, die ein bisschen übergewichtig sind, länger leben wie Männer, die das permanent erwähnen. Nur keiner geht. Was, bis der Frauenrunde zum Schweigen bringt? Ruhe! Aus! Eine rennt nach dem anderen! Ihr hört das nicht von da, das ist sicher nur. So, und den Unterschied zwischen einer gesponnerten Motorsäge und einer gesponnerten Ehefrau, die eine Ming, 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 Ming bringst du nicht zum Starten, die andere kannst du nicht anstellen. Was hat sich neben meinem Nachbar, der Bur, so einen komischen Brief gekriegt mit aufbiegten Zeitungsbuchstaben? Hat er gesagt, ist ein Erpresserbrief. Ja, ist drin gestanden, wir haben Ihre Schwiegermutter, wir fordern 500.000 Euro. Mit nächster Post kommt der kleine Finger als Beweis, hat der Depp zurückgeschrieben, kleiner Finger reicht nichts, Kopf zu senden. Wisst ihr was? Solange es mir Spaß nicht macht, ist mir das hinscheißegal. Aber eins ganz wichtig zum Abschluss. Quallen leben seit 650 Milliarden Jahren ohne Hirn. Das macht manchen Menschen Hoffnung. Ja, ja. Und Teufel, bist du deppert und sind wir wieder gut.